Moin Leute, hier zurück bei Space Marine 2, Warhammer 40k Universum und jetzt machen wir hier Mission Bellum Sempiternus irgendwie. Missionsbeschreibung: Durch Auroras Aktivierung wird Dimerium von Armeen der Heretiker überrannt. Stoße zu Captain Archeron oder so und finde eine Strategie, um das Gerät abzuschalten. Yo, das machen wir jetzt. Mal kurz gucken, ob ich noch was sammeln kann. Dieser Sammeln ist immer ganz wichtig. Neun auf. Box ist offen. Wir müssen unsere Brüder finden. Ja, müssen wir wohl. Augen in Augen. Sie wurden gebrochen. Wir sind fertig. Wissen drauf den Vogel. Drauf. Okay. Ich töte die mal nicht, ne? Das sind eigentlich mehr oder weniger meine Leute. Geist war nicht auf der Energien vorbereitet. Verständlich. Lösen. Das müssen wir dem Kommissariat überlassen. Auf uns warten wichtige. Ich glaube, ich brauche nochmal wieder ein Relikt oder so. Ah, jetzt Datenfragment. Neun Jahre. Legt mir Silbersteine in die Augen. Ich empfange. Den Schein der Aussaat ist noch nicht gekommen. Der Boden nicht weit ist noch kalt. Fangt diese Abend mit euren Atem. Kalte Hand. Matthias auf dem Auspex. Kalte Hand. Wie kann ich sein, wenn ich gar nicht weiß, ich bin ich. Ich bin noch richtig gegangen. Okay. Kommt da alles an, jo. Meine Augen trüben mich. Hat schon wieder kaum Energie noch, ey. Boah, Junge. Oh, Junge, ich drück doch die ganze Zeit auf das. Es funktioniert einfach nicht. Keine Ahnung warum. Es funktioniert einfach nicht so. Ist mir jetzt auch egal, wenn ich gleich hier auf den Boden rumkrieche, dann ist das so. Diese verdammten Heretiker kommen aus allen Ecken! Luz war der festen Überzeugung, dass Aurora die Verräter vernichten. Ja nun, kann ich jetzt weiter oder nicht? Viel stärker sogar. Wir müssen den Weg freiräumen. Ja, hab ich mir doch schon gedacht, deswegen stehe ich da ja auch schon in der Zeit. Es muss eine Lösung geben. Die Lösung ist der Hammer. Kann ich rein? Stimmt schon, ein gut bewachten Ohr. Da müssen wir hin. Nach Mordor. Das kann nicht sein. Verfluchter Luz. Wie ist das im Vergleich zu Reihe? Schlimmer. Warte. Ein so großer Warpress wird die dunkelsten Monstrositäten überhaupt durchlassen. Die Flotte wird einen Orbitalbeschuss vorbereiten. Wir müssen uns beeilen. Also Orbitalbeschuss bin ich auch für. Und zwar die ganze Zeit. Das wäre ganz geil. Brüder! Petrus! Los! Macht sie platt! Wertloses Leben ist vorbei. Wo jetzt denn? Wir hielten ihren Tod für tot. Das blieb uns erspart. Der Captain wartet drinnen auf sie. Mut und Ehre.
Blut und Ehre. Brüder, gebt auf die Verletzten Acht. Ein Zug ist verloren und fünf weitere zur Hälfte. Unser Kommissar hat zum Titus verlegt. Was im Namen der heiligen Terra soll das? Wir konnten Luz nicht aufhalten. Das sehe ich. Jetzt haben wir einen Warp-Riss in der Größe eines kleinen Kreuzers. Die Resilient hat drei Salven abgefeuert und die Säule steht immer noch. Wenn sie eine Schwäche hat, müssen sie mich darüber informieren. Sie erhält ihre Kraft durch das Artefakt von Graia. Wenn wir es zerstören können... Wo ist es? Das wissen wir nicht. Das nennen Sie eine Lösung? Gibt es eine Alternative? Um die Säule herum ist ein Feld, dem unsere Waffen nichts anhaben können. Wir haben beobachtet, wie Ihre Truppen es zu Fuß betraten. Wir müssen überprüfen, ob wir das auch können. Gehen Sie durch diese Türen. Wir greifen in Kürze an. Ja, los geht's. Angriff! Für den Imperator. Hier wäre nochmal eingestimmt hier. Unsere Truppen sind zweigeteilt. Ich leite den Hauptangriff vom Tempel von Aether aus. Ich habe zwei Leute. Schickt aber der Kontakt zu ihnen ist abgebrochen. Sie tragen die Standarte der Kompanie. Sollten sie gefallen sein. Dann holen wir sie, Captain. Okay. Was war das denn jetzt wieder? Hier wirst du keinen Sieg finden, Dämon. Granaten, ne? Boah. Terminator, durchbrecht seine Rüstung! Ein Terminator. Pyramid kann sie nicht vormachen. Gib dem Feind unendliche Bewegungsfreiheit. Vielleicht ein Exterminatus? Das ist eine Gruftwelt, Titus. Sollten wir den Feind nicht erledigen, brenne ich diesen Ort nieder. Aber ich würde diese ehrenwerten Toten nur ungern entwürdigen. Können unsere Scans die Signatur der Energiequelle orten? Die ganzen Störungen machen das unmöglich. Es ist dort draußen, im Herzen dieses gottlosen Wahnsinns. Er hat recht. Wir müssen auf jeden Fall zu diesem Obelisken. Dann gehen wir. Okay. Kommt leider rein, meine Brüder. Hey, hey, hey. Ich glaube, der Bossfight wird ja noch richtig übel. Oh, das machen wir sogar ein bisschen. Uiuiui. Gute Zeit, Druck vor. Ja, Captain. Imperator, schütze uns. So, wie oft ich jetzt auf dem Boden hier rumkrabbel, ist eine andere Frage, aber egal. Ich komme. Was hier? Also warte mal. Moment.
Sir. Davos, die feindliche Luftunterstützung macht uns zu schaffen. Aber eins dünnert sich mal eben ein. Achso, das war so gut. Ich will nicht mal dran denken, dass das Banner. Nein, hier falsch drauf gedrückt. Och, komm schon. Ultramarines geben sich nicht geschlagen. Sie sind am Leben. Aber sie brauchen womöglich Hilfe. Egal. Ich drücke auch uns immer die falschen Knöpfe. Das nervt. Geo und Essen weg nebeneinander. Wo ist die Macht eures falschen Gottes jetzt? Auf den Hexer! Oh, da kommen mehr. Hier waren es alle. Oh, nee, war nicht alle. Granate auf Ziel. Jetzt? Okay, weiter geht's. Eieieiei. Bin ich doof, kann ich nicht weiter? Achso. Ich dachte, ich kann da weiter, ne? Okay, dann doch nicht. Oh, war schon verrückt. Also irgendwie mit Gamepad kann ich das, würde ich das, glaube ich, besser spielen, um echt zu sein. Oder auch nicht. Selbst wenn Krieg wütet, kümmert sich. Wer ist er denn? Wir müssen uns beeilen. Jede Sekunde, die wir zögern, müssen unsere Brüder leiden. Ja, mag sein, aber ich will trotzdem mal durch die Gegend gucken hier. Ein bisschen Relikt habe ich noch, okay. Ah, hier, Datenblock, so. Es ist die Miriam, eine Ehre, mehreren verstorbenen Space Marines des Salamanderordens als temporäre Ruhestätte dienen zu dürfen. Sie sind Söhne ihres Primarchen Vulkan, dessen Schicksal dem Imperium unklar ist. Diese dem Imperator treuen Salamanders stammten von Nocturne. Ihre Taten waren rein und edel. Sie galten unter den Astartes als Vorbilder. Wir ehren sie für ihre Loyalität und ruhmreichen Taten, die sie zum Wohle des Imperiums. Bestattung Adeptus Astralis, Orden des Salamanders. Okay, das ist der, also der nicht. Wir kämpfen. Brüder, versammelt euch bei der Standarte! Sieg oder Tod! Sieg oder Tod! Ist das Banner? Okay. Loot! Zweite Kompanie! Wir halten im Namen des Primarchen die Stellung! Wenn wir sterben, sterben wir mit Rache im Blut! Hör auf, Arius! Ich habe mein Bein verloren! Was ist hier los? Oh, Alter. Was für eine geile Szene, ey.
Verfolger! Leutnant, Ihre Nachricht kam an. Berichten Sie! Wow, krass, er ist da. Die Macht scheint vom Obelisken in der Mitte auszugehen. Er wird durch ein Energiefeld geschützt. Gibt es eine Lösung? Wir haben versucht, den Schild mit aller Kraft zu durchdringen, doch ohne Erfolg. Mein Lord, es gibt vielleicht einen Weg. In den Katakomben meinte Luz, man müsse einfach nur die Ausrichtung übertragen. Und dann hat er etwas umgedreht. Ein Objekt. Und weiter? Es sah aus wie dieser Obelisk. Ihr wollt dieses Ding umdrehen? Ich höre. Aurora könnte eine Schwäche haben. Könnte? Mein Lord, wir müssen hier weg. Leutnant, halten Sie Sergeant Gadriels Plan für vernünftig? Absolut. Captain Akaran, versammeln Sie die Kompanie. Ja, Ordensmeister. Die Heretiker sehnen sich nach dem Sieg. Doch auch heute werden wir ihnen die Stirn bieten, wie wir es schon seit 10 Jahrtausenden getan haben. Wir sind die Söhne Ultramars, die Diener des Imperators und die Wächter des Imperiums. Lasst diese Kreaturen den Zorn uralter Vergeltung spüren! Mein Lord, die Truppen unserer Vorhut sind auf dem Schlachtfeld. Geben Sie alles, Captain. Jawohl, Lord. Alle Mann, Feuer frei! Geil. Wahrscheinlich werden wir gleich alle auseinandergenommen hier, aber trotzdem geil. Wo ich irgendwas frei hier? Nee, läuft alleine, ich brauche gar nichts drücken. Sehr schön. Das erinnert mich irgendwie an Krieg der Welten. Wo die da über den Berg fahren, die haben dies und alle verbrannt wieder runterrollen. Heißt ihn willkommen! Makeos, richten Sie sämtliche Kampfpanzer auf diese Missgeburt! Ja, mein Lord! Wer ist, was ist das? Bilden Sie hier eine Verteidigungslinie! Kompanie! Verteidigungslinie! Bruder Titus, Ihnen wird nicht viel Zeit bleiben, um Ihre Pläne auszuführen. Beeilen Sie sich! Was zum... Das da ist die Steuereinheit. Könnt ihr damit was anfangen? Nein. Leutnant, gibt es eine Lösung oder nicht? Augenblick. Hau einfach auf. Oder so. Nee, umdrehen. Da. Vorsicht, Leutnant. Wir haben keine Wahl. Brüder brauchst du? Viridian und Talassa. Wir kümmern uns um den Letzten. Ich schick sie sofort los. Einweisung erfolgt per Vox. Ja, Captain. So, es geht für mich um Finale. Finale, das Finale des Finales. Viridian, Talassa, habt ihr neue Befehle von Akaran erhalten? Haben wir, Bruder. Sind unterwegs zu Punkt Alpha. Talassa steuert Punkt Beta an. Ihr müsst die kleine Nachbildung des Obelisken drehen. Aber seid gewarnt, das wird wehtun. Diese verräterischen Bastarde da draußen werden schlimmer leiden. Schmerz fördert die Hingabe. Ich melde mich gern freiwillig. Viel Erfolg, Brüder. So. Jetzt dürfen wir auch wieder was machen hier. Schlapp, Brüder! Wir standen gerade eben an die Heretiker zur Weißglut getrieben.
Was geht hier ab, Alter? Geil. Wie ich wieder meine ganze Energie verloren habe, ne? Feindlicher Terminator erledigt. Muss ich lang? Aurora erzeugt einen da. Riss, der zum Wir drehen die Schlüssel und verschließen das Tor. Genau. Durch diese Tür, Bruder. Los! Ja, los? Wie, was? Ist jetzt auf? Achso, okay. Hä? Nee, war's nicht auf. Lasst sie euren Zorn spüren. Es wäre ganz nice, wenn ich auch mal meine Energie aufladen würde, wenn ich die Leute irgendwie hier zerschnipsel. Das wäre ganz geil, aber das geht leider nicht anscheinend. Noch was drin hier? Ja. Oh, das ist aufregend, du. Noch einen um. Aha. Zwei noch. Talassa, Meldung. Hier spricht Straban. Wir haben es geschafft. Imperator segne dich, Straban. Ich setze nur seinen Willen in die Tat um. Geh zurück zur Hauptstreitmacht. Lassen Sie sie Ihre Klinge spüren, Bruder. Talassa, Ende. Die Zahl der Verstorbenen auf Delirium beträgt derzeit 91.600.452.023. Was? Die Zahl der Verstorbenen auf Delirium beträgt derzeit 91.600.900.471. Die Zahl der Verstorbenen auf Delirium beträgt derzeit... Lasst euch nicht von Ihnen treffen! Komische Geräusche von der Audioübertragung. Der Plan könnte wirklich funktionieren, Gadriel. Mhm. Was nehmen, weiß ich auch nicht, ey. Da hinten stehen sie schon und warten alle. Guck, guck. Ja, ja, ja. So ist das. Rein ins Vergnügen hier. Sehr schön. Munition gesichert.
Schon wieder einer? Ich bin fast tot. Gut, er kann auch nicht treffen. Ich wusste, dass der da kommt, hätte ich jetzt mein Kuh-Dings da behalten zumindest. Boah, verdammt! Wieso kommt der hier um die Ecke? So schnell. Moment. Aufgefüllt. Ist die schon geworfen? Ne, hab ich noch nicht geworfen. Kommt er gleich? Wo ist er? Ja, jetzt, wo ich drücke hier. Ich drücke die ganze Zeit G. Ah, verdammte. Ich drücke mal die falschen Knöpfe. Wo ist er jetzt? Ich ist auch kacke mit dem Gegendrücke und dann hier sich bewegen. Wie soll das funktionieren, Alter? So schwer finde ich den jetzt nicht, den zu besiegen, ne? Aber ich verdrück mich hier die ganze Zeit an der Tastatur, ey. Titus, Decimus hat die Obelistensteuerung ergriffen. Beim Thron, er scheint Höllenqualen zu leiden, aber er ist tapfer. Ich danke dir. Schlecht. Okay. Viridian, wie geht's Decimus? Ich habe zwar höllische Kopfschmerzen, aber der Anblick der taumelnden Bestie lindert sie. Da stimme ich dir zu. Erlaubt mir, zu den anderen zu stoßen. Erteilt. Habt Dank, Brüder. Der Imperator sei mit euch. Viridian Ende. Weiter geht's. Einer noch. Ein noch. Eieieiei. Wo sind die Verräter? Sie sind überall. Stille deinen Zorn im Kampf. Bringt mich zur Schlachtbank. Gut. Ich habe mich über die Boden zu dieser Welt durchgekämpft. Ich will, ob ich mal eine andere Waffe mitnehme. Ich weiß es nur nicht. Ich bin sehr unentschlossen. Ich lasse Plasma, finde ich eigentlich bis jetzt immer am besten. Weiß auch nicht. Ist zwar nicht sehr genau und so, aber. Abscheuliche Söhne Magnus!
bisher nicht. Zurück in den Fort mit dir. Terminator, durchbrecht seine Rüstung. Habe ich noch eine Granate irgendwo? Ja, habe ich noch. Okay. Setze Fragmentgranate ein. So. Schon wieder ab. Kolger! In den Abgrund. Widerstehe der Invasion des Chaos und überwinde sie. Okay. Junge, 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 Junge. Ja. So, und jetzt? Bin gerade so ein bisschen geflasht. Also die Sequenzen eben, die zum Ende hin jetzt hier, waren richtig geil. Aber das war richtig, haben sie richtig geil was gemacht, ne? Gut, das ist auch Warhammer 40k-Universum. Da kann man auch sehr schön was machen. So. Du brauchst ein bisschen schneller hier. Hab keine Zeit. Wie war das noch? Man hat ein... Na, komm, ey. Und irgendwie ein Jahr an Spielladezeit, die wechselt im Leben oder so. Vielleicht. Wenn man die ganze Zeit spielt. Das Immaterium? Wenn ja, müssen wir schnell weg. Wohin? Wir müssen Kalgar finden.
Neues Ziel, finde Lord Kaiser. Der Wille des Wandlers ist unabwendbar. Selbst jetzt wandeln wir auf Wegen, die schon vor der Geburt des ersten Sterblichen feststanden. Kommt. Kommt zu mir, Brüder. Erfüllt eure letzte Pflicht. Okay, da es jetzt die nächste Mission ist, werde ich hier erstmal wieder stoppen. Danke bis hierhin fürs Zusehen und sehen wir uns demnächst wieder hier bei Space Marine 2 Warhammer 40k. Bis dann, danke fürs Support. Tschüss.